Ja, Jungs, stell dich mal ganz kurz vor, wer seid ihr denn? Ich bin Leid, ich habe für World Cup qualified. Aha, wie alt bist du? 13. MQ, wer bist du? Ich heiße Justin, bin 15. Fledermaus, Max Fledermaus, bin 18. Okay, ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht von der Community mir. Ihr streamt ja auch regelmäßig alle. Würdet ihr euch eher als E-Sport oder Content Creator sehen? Was seid ihr primär? E-Sport. Ich auch E-Sportler. E-Sportler? Ja, voll E-Sport auf jeden Fall. Das heißt, ihr verwendet mehr Zeit aufs Training als auf Content Creation, ja, oder? Also, ja. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie sieht euer Tagesablauf aus? Habt ihr einen Trainingsplan? Wenn ja, was macht ihr so daily? Ich habe keinen Trainingsplan. Ich stehe mittags auf, zocke den ganzen Tag Fortnite, esse zwischendurch was und gehe wieder schlafen. Okay, wie ist bei dir? Ich stehe auch auf, keine Ahnung, esse was. Dann mache ich Warm-up und so, zocke ein paar Games, wieder gehe ich pennen. Macht ihr viel One-on-Ones oder ist es eher, dass ihr wirklich in Public Lobbys reinjoint und dann einfach drauf loszockt? Ja, ich mache oft gegen Light One-on-Ones. Okay. Würdet ihr sagen, ist es tatsächlich wichtiger, 1v1s zu trainieren oder wirklich Pub-Games, wenn man auf das Pro-Level möchte? Was hat euch tatsächlich am ehesten weitergeholfen? In der Meta safe 1v1s. Ja? Ja, komm mit uns. Gut, dann habe ich reingeschissen. Schade drum. Es ist nicht unglaublich ermüdend, tatsächlich einen Großteil der Games ständig zu gewinnen, wenn man Public spielt. Ihr wisst, dass ihr mit zu den Weltbesten gehört. Es ist nicht unglaublich gehen, einfach komplett zu Boden zu stompen? Oder macht es immer noch Bock? Macht Bock, aber Publics machen eh nicht so viel Spaß, wenn man keinen HP-Verkehr bekommt. Also in der Arena. Arena halt, genau. Ja. Wie viele Arena-Punkte habt ihr alle jeweils? Kurz vor 1000. Bei dir? Ich habe 1,6. Ja, das ist auf jeden Fall stark. Nicht schlecht auf jeden Fall. Nice. Was sagen eure Eltern zu der ganzen Geschichte? Klassische Frage. Ja, wenn es Money läuft, dann... Wenn es Money läuft, darfst du weitermachen. Ja. Bei dir genauso? Ja, super. Ihr beide geht noch zur Schule? Ja. Wie ist es in der Schule? Werdet ihr darauf oft angesprochen? Ja, von Klassenkameraden schon. Mhm. Lehrer und sowas wissen auch Bescheid? Nee. Besser ist es, oder? Ja. Du bist schon mit der Schule fertig wahrscheinlich, ja, ne? Und du machst gerade das ganze Ding hauptberuflich. Ja. Entspannt, ja, cool, nice. Ja, du hast gerade eben, tatsächlich haben wir eben kurz drüber gesprochen, du hast gerade gesigned, richtig? Mhm. Und kam es dazu jetzt so ganz knapp vor der WM? Ja, war einfach ein guter Contract. Aha. Es sind chillige Leute da, hab's nice. Gut angehört. Bist, glaube ich, der Einzige von M10, der hier ist, oder? Mein Roommate ist noch dabei. Ja. Findet ihr es eigentlich cool, dass ein Großteil der Earnings bei sehr vielen Spielern, bei vielen Pros öffentlich gemacht wurde? Oder sagt ihr lieber, ich behalte das lieber für mich? Weil viele haben natürlich in ihrem Twitter-Profil oder sowas teilweise ihre Earnings stehen. Und sowas natürlich auch Neid erzeugt und solche Geschichten. Ja, ist eigentlich egal. Also flex damit gerne. Hausmann. Okay, okay. Ist auch ziemlich egal, was Leute darüber denken. Mhm. Ist ja eine Sache, worauf man stolz sein kann, oder? Ja, sehr. Oder habt ihr generell so einen persönlichen Nemesis, also irgendeinen Spieler, der ich schon seit Tag 1 ab der jetzt auch vielleicht sogar hier ist, wo ihr wisst, okay, wenn ich gegen den conteste, wird es echt eklig und schwierig oder habt ihr sowas gar nicht? Ich glaube, das Schwierigste ist eher, dass für uns alle die erste LAN ist, erstes großes Tournament, ja, und dass wir selbst nicht komplett nervös sind und deswegen reinschießen. Mhm. Wie ist das, vor so einer riesigen Menge zu spielen? Ich glaube, morgen 20.000 Leute oder sowas hier. Aufgeregt schon? Bisschen. Der anderen Seite muss man es ja mal so sehen, ihr habt ja schon vor großen Communities gestreamt. So groß ist der Unterschied auch nicht. Die Leute sitzen jetzt halt hier nur im Stadion und schreien halt. Ne? Okay, entspannt. Habt ihr Familie, Eltern sowas mitgebracht teilweise? Ja, ich nicht. Ja? Und die sind auch morgen mit im Stadion? Ja. Nice, sehr cool. Schaut ihr selber irgendwelche anderen Streamer, YouTuber, und wenn ihr gerade andere Streamer schaut, zum Beispiel jetzt ein Tefi, auf den ihr potenziell treffen könntet oder sowas, ist es so, dass ihr euch genau die Spielweise anschaut und sagt, okay, da macht er vielleicht einen Fehler, da kann ich vielleicht sogar taktisch noch irgendwie rein, oder ist einfach nur für euch pure Unterhaltung, wenn ihr sowas anschaut? Ja, man schaut sich schon Sachen von Leuten ab, vor allem auch in Replays und so, aber keine Ahnung, also wenn ich einen Stream schaue, dann schaue ich meistens nur für Entertainment. Also wie wichtig? Ich muss sagen, ich gucke viele Streamer, ich gucke mir bei denen ab, was ich besser mache, ja, kann. Gerade bei Trimax dann wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr wichtig. Wie wichtig ist das eigentlich, diese ganze Nachbearbeitung, also quasi das ganze Match nochmal zu rekapitulieren, in der Retroperspektive sich anzuschauen und zu gucken, okay, was lief da scheiße? Kann man daraus ganz gut lernen oder ist es so, dass ihr quasi immer wieder neu in die Runde startet, Battle Royale, RNG, auf und auf geht's? Kommt auch an, also Custom Games, die richtig stacked sind mit allen Pros, schaut man sich halt gerne nochmal an. Mhm. Weil da kannst du halt auch am besten Sachen rausnehmen für Turniere und so. Aber so Arena-Matches schaue ich mir nicht nochmal an. Da würde ich auch sagen, weil man aus seinen Fehlern lernen kann und bei nächsten Runde besser machen kann. Mhm. Du bist ja gerade in der Y-Kollektiv-Doku ganz gut drin gewesen. Möchtest du uns vielleicht kurz ein paar Ernährungstipps geben, was gesunde Fett ist und was nicht? Also Mayonnaise ist auf jeden Fall gesund. Ja. Grüße gehen raus, oder? Grüße gehen raus, ja. Danke, Jungs. Vielen Dank fürs Interview. Cool von euch. Dankeschön.